Willkommen, schön, dass Sie dabei sind beim DAX-Check zum Wochenstart. Bei mir Thomas Bergmann. Hallo. Grüß Sie, Marco. Und wir starten mit einem Allzeithoch in die neue Woche. Wir haben ja letzte Woche schon diverse gesehen. Er hat insgesamt rund 2% auf Wochensicht zugelegt, der DAX. Und jetzt ist er heute gleich nochmal gut unterwegs. 0,3% gratis plus. Und hier sind wir es 13.795. Da war er 9.19 Uhr. Das können wir uns jetzt erstmal merken. Wobei, wenn es so gut weitergeht, müssen wir es uns nicht wirklich mehr lange merken. Coronavirus, klar, die Thematik besteht weiterhin, nur die Problematik, aber anscheinend lässt man sich jetzt nicht mehr davon bremsen, zumindest die DAX-Anleger. Ja, es gibt auch Nachrichten aus China, dass man eben zum Beispiel jetzt die Autokäufe stützen will, um eben die Auswirkungen des Virus abzufedern. Und das macht den Anlegern eben Mut, dass China da sehr schnell wieder zur Normalität zurückkehren will. Und es laufen die ersten Fabriken wieder an. Ja, man unternimmt wieder eben Anstrengungen, dass wieder alles in den Flow kommt. Sind die Infektionen rückläufig? Hast du irgendwas gesehen? Ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm. Wenn wir uns nochmal informieren, wir hoffen es natürlich, dass es jetzt dann auch bald der Peak mal erreicht ist. Wir gucken unterdessen auf die Charttechnik, die uns, also du hast immer gesagt, 13.008 wäre so die nächste Zielzone, da sind wir jetzt ja dran. Genau, 14.000 haben wir ja gesagt, ist in den nächsten Wochen sicherlich erreichbar. Die Stimmung ist gut. Also von daher, man kann mittlerweile sogar hier so einen Aufwärtstrendkanal abbilden und da sind wir jetzt auch darüber hinaus. Also es schaut insgesamt aus technischer Sicht sehr, sehr gut aus. Der Weg ist bereitet für die 14.000. Also werdet ihr das Produkt nicht aktiv verkaufen, das aktuell noch läuft? Wir sehen nochmal die Details eingeblendet. Nee, gibt keinen Grund im Moment. Läuft sehr gut. Wir sind 40% etwa im Plus. Kann man so stehen lassen. Ja, die Börse bringt es im Moment mit, dass man eben auf dieser Welle reiten sollte und es gibt keinen Grund, jetzt hier zu verkaufen. Die Regie hat auch schnell reagiert. Wir werden jetzt mal die Infektionsrate kurz uns angezeigt, also wird uns kurz angezeigt. Da sehen wir es hier, 71.710 Infizierte gibt es im Moment. Ob das jetzt rückläufig ist, kann ich nicht sagen. Ich sage mal so, wir hatten ja diesen Sprung, nachdem neue Daten oder neue Untersuchungen durchgeführt wurden. Und das flacht jetzt ein bisschen ab. Ja, hoffen wir es einfach mal, dass da endlich mal Ruhe reinkommt. Ja. Total recovered, das sind Zeichen, wo ich sage, das macht Mut. Ja, das ist ein Sechstel etwa von denen, die infiziert sind. Leider sind auch ein paar gestorben, aber überwiegend waren es ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Klar, es waren auch junge Ärzte dabei. Das ist natürlich bitter, sehr, sehr bitter, aber es scheint sich zu bessern. Der DAX bleibt aktuell 0,3% im Plus. Wir blicken morgen wieder drauf. Dankeschön, Thomas, für heute. Sollen Sie morgen gerne mit dabei. Bis dahin.